Schnickschnack. So, ist jetzt wieder alles da? Ja, ein Medienboard ausgefallen hier eben. Hat dafür das Mikro getrennt. Also grafisch ganz hübsch gemacht. Ja, auch mit den Innenräumen und alles. Und kannst du auch Basen bauen und sonst was. Ja, das ist ein schöner Ausfall gewesen eben. Das sind die Ladezeiten. Wir gehen einen richtig auf den Senkel. Aber ich muss dann noch mal Hand anlegen, glaube ich. Und dann immer Aussetzer, wie man jetzt sieht. Weil er so viel Räume und so viel Sachen. Rede nicht so mit deiner Waffe herum. Wir wollen sie nicht in Aktion sehen. Berechnen muss. Und das ist dann so ein bisschen nervig. Unsere Ausrüstung ist zwar alt, aber man kann damit noch. Bitte, mach keinen Ärger. Wedel nicht so mit deiner Waffe herum. Wir wollen sie nicht in Aktion sehen. Ich weiß, ich bin nicht mehr die Jüngste, aber ich höre sicher nie auf zu fliegen. Hey, es stimmt also. Es ist wirklich jemand an Bord gekommen. Wow. Oh Mann, entschuldige, du weißt natürlich nicht, wie ich heiße. Ich bin Yui. Wow, ich hätte das nie für möglich gehalten. Ja, habe ich auch schon gedacht. Ja. Das müssen wir wohl. Es ist absolut unglaublich. Ich will neue Leute kennenlernen und sie alles Mögliche fragen. Ich will wissen, was wir alles verpasst haben, während die Menschheit uns überholt hat. Oh, ich bin die Navigatorin, wechsle aber zwischen Navigation und Pilotensitz. Ehrlich gesagt fliegt das Schiff sich quasi selbst. Der Kurs hat sich seit dem Start nicht verändert und jetzt sind wir hier. Also weiß ich nicht genau, wie es weitergeht. Das Navigationssystem ist nicht perfekt. Wir treffen auf Dinge, mit denen unsere Ahnen nicht gerechnet haben. Himmelskörper, Weltraumschrott, solche Dinge. Manchmal muss ich uns also manuell aus kniffligen Situationen herausfliegen. Einmal habe ich diese unerwarteten Anomalien sogar zu unserem Vorteil genutzt. Ich habe uns mit einem Slingshot-Manöver um ein paar Sterne herumgeflogen, die da eigentlich nicht sein sollten. Hat uns Treibstoff und ein paar Jahrzehnte gespart. Aber such mal den Fehler. Sie sind Weltraumschrott ausgewichen. Hm, schon klar. Pass da draußen gut auf dich auf, ja? So.
So ein Schiff wie deines habe ich noch nie gesehen. Eigentlich... Ups. Ach da. Wir haben hier strenge Regeln, aber sie sind nicht ohne Grund streng. Ja und... Breckenridge. Der Name kommt mir so bekannt vor. Vielleicht von einer geschichtlichen Slate? Taub. Ich müsste eigentlich wissen, wer das ist, aber es ist mir entfallen. Mistviecher, fliegende Mistviecher. Teddybär. Ja, nicht ganz unrecht hast du da. Na? Tja. Und, was sagen Sie? Ich müsste wissen, was dieser Haken ist, um mir eine Meinung bilden zu können. Das ist doch gar nicht so schlecht. Die Crew muss ohnehin lernen, sich ihren Unterhalt zu verdienen. Klingt annehmbar. Ist das alles? Wenn wir mehr übrig hätten, würden wir dir damit helfen. Ich verspreche dir, dass wir uns für deine Gütigkeit irgendwie erkenntlich zeigen werden. Danke. Okay. Es sind jetzt 6 Jahre. Ich war noch ein Teenager, als mein Vater gestorben ist und mir das Amt vererbt hat. Das ist Tradition. Deswegen war quasi alles... Learning by doing. Ich konnte nicht wie vorgesehen jahrelang vom vorherigen Captain angelernt werden. Ich glaube, manche auf dem Schiff sind etwas angefressen, weil ich nicht so viel Erfahrung habe wie meine Vorgänger. Andererseits hätten wir es ohne meine Führung wohl nicht so schnell hergeschafft. Das ist das falsche Wort. Es kann herausfordernd sein, aber auch aufregend. Wir sollten die Menschheit auf einer fernen Welt neu aufbauen. Wir dachten, wir wären die letzte Hoffnung. Es saß immer ein Breckenridge auf dem Stuhl des Captains, aber dass ausgerechnet ich jetzt die letzte Etappe der Reise leite, ist wirklich berauschend. Da nun aber im letzten Augenblick dieses Hindernis vor uns liegt, sind wohl schwierige Entscheidungen nötig. Sichere Reise noch. So, dann gucken wir doch jetzt mal nach. Was müssen wir denn dafür machen? Also entweder sammle ich jetzt oder schon wieder diese Scheißtaube. Die ganze Gruppe hier, die wollen alle einfallen hier. Ja, entweder ne, optional überladen den Reaktor. Aber ich finde auch, das ist keine Option. So, einiges davon könnte ich vielleicht schon haben. Machen wir doch mal. Mal gucken. Ja, einiges davon habe ich wahrscheinlich schon. Hockeyschläger, na, nicht schlecht. Ah.
Sollen wir mal wieder aufräumen, wa? Schwerelose Aufhängung. Es ist lustig, dass ausgerechnet dieses Schiff, die ja na, ewig und drei Tage unterwegs waren, Gefahren außerhalb des Schiffs wurden wir nie ausgebildet. Genau so ein Schiff mit, genau so ein Schiss mitbringt. Unsere Ausrüstung ist zwar alt, aber man kann damit noch. Die Constant ist ein friedliches Schiff. Das sollte. Aha, hier ist der Reaktorraum. Scheinbar. Gemacht. Einen Augenblick mal, wo ist jetzt? Nein, ich will ja das Lithium bringen. Was soll der Scheiß jetzt? Aber er zeigt mir den Ding an. Also, absurd. Die ganze Zeit, wir wären alleine. Da wir jetzt wissen, was da draußen ist, wird es in Zukunft nicht wissen. Ha, genau. Gut. Mal gucken, wo wir den Scheiß abliefern sollen.
warum soll das das Ziel jetzt sein? Alter Schwede. Es ist nicht das Ziel. Ich soll Ressourcen bringen, aber nicht zu denen. Das verstehe ich wieder nicht. Sammle Lithium. Okay, gucken wir mal, wie viel Lithium haben wir denn schon? Lithium. Nicht viel. Ein. Nicht unbedingt Menge, ne? Okay, suchen wir also Lithium. Als erstes würde ich mal in der Nähe suchen. Ah, bin ich verdrückt. Du siehst gut aus. Nur nicht hier in der Nähe, ne? So. Jetzt bin ich in der Nähe. Nein, nicht lange noch gedrückt. Kein Ziel auf dem Schirm. Also scannen. Okay, da ist nichts. Da ist ein Schiff. Habe ich Platin? Brauche ich Platin? Weiß ich das? Nee, was war das? Ich könnte mich von ein paar Sachen treffen.
Was war das? Platin und Benzol. Okay. Okay. Weder das eine noch das andere. Ich habe ja auch nichts zu verkaufen, also gut. Aber hier gibt es genügend Blei. Da habe ich auch noch einen Auftrag laufen. Ja, dann landen wir doch einfach mal mitten im Tageslicht. Besteht aus Ladezeit. Landung im Gang. Ja, erstmal würde ich aufstehen. Da ich nicht keinen Raumanzug an habe, wäre das etwas ungesund. Da draußen ist eine Station. Gesehen? Da hinten. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt wieder. Zu lange, sagen wir es mal so. Mehrfachbelegung beim Controller ist das A und O. Ja. Ich sehe mich gerne als deine emotionale. Wieder nur Fels. Zumindest können wir hier nach Materialien suchen. Irgendwas ist da ja in der Richtung, ne? Da haben wir schon mal das Blei, was wir suchen. Und er ist wieder abgehoben.
Hui. Also keine arge Schwerkraft, der Gute. Ja, Biest, ey. Ist das die Ursuppe? Fall da nicht rein, sonst schnappt sich das. Da ist eine Höhle. Chat lesen. Ich hab's gelesen, Biest. Und? Ja. Zweiter Bug. Ja, durch irgendwas ist er gekommen und durch irgendwas wird er wieder gehen. Wahrscheinlich, wenn neu geladen wird, dann wird es wieder weg sein. Also schön wäre ja, wenn die Olle auch mal was wegbrezelt und ranholt. 600 und ist auch nochmal. So, und hier pausiere ich jetzt erstmal. Ich bin dann gleich wieder da mit Elite. Jetzt aber erstmal eine kleine Pause. Der kleine Ralf braucht eine Pause. Na? Dann bin ich gleich wieder für euch da. Ich danke fürs Zuschauen, für die Kommentare und überhaupt. Und im Anschluss dann, wie immer, jeden Abend. Und da drückte der Schuh, ne?